Wir werden Närrsche treten und Haare ausreißen. Ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play World of Warcraft Classic. Als Schattenpriester auf den Wrath of the Lich King Classic Servern. So, da ist auch schon Närrsch. Närrsche treten und Haare ausreißen. Wir hatten letztes Mal, waren wir hier angekommen, um uns dann dem Problem mit Drakuru zu widmen. Wir wissen, dieser komische Troll, den wir da im. In den. Augenblick, jetzt habe ich es komplett verkackt mit der Karte. So, indem wir da an den Grisselhügeln befreit hatten, die Ritter der Schwarzen Klinge haben den wohl die ganze Zeit im Blick gehabt. Ja, wir haben ihn befreit, er hat sich allerdings jetzt wieder gegen uns gewandt und jetzt bringen wir ihn um. So, und das wahrscheinlich wohl, wird das wohl ein etwas längeres Unterfangen, weil er hat wohl die Geißel. Mit der Geißel dieses gesamte Gebiet ein wenig unter Kontrolle. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir dem das abluchsen, bevor wir ihn direkt angreifen können, denke ich mal. So, heißt, müsste man mal schauen. Wir sollen, glaube ich, hier Haarproben von Trollen sammeln, ne? Das heißt, wir bringen hier jetzt erstmal ein paar von diesen hässlichen Viechern um. So. Klatsch. So, das erstmal. Ein untoter Halsreif, herzigen Glühstrumpf. Jetzt treten wir genau dieses Ding und dann sammelt das Skelett, also Narsch, einen Haarbüschel. Glaube ich, oder? Hat er den Haarbüschel jetzt gesammelt? Ich hoffe, er hat ihn gesammelt. So, Haarproben gesammelt. Eins, ja, es sollte theoretisch sein, dass ich jetzt Haarproben gesammelt habe von dem Ding. Eitrige Monstrosität, super. Noch ein Untotalsreif. Oh, ach so, warte mal. Gegenstandstarter, ein Quest, eine Art Einladung. Dieser blutriefende Halsreif ist aus Knochen gefertigt. Er ist von komplexer Art und wohl für einen bestimmten Zweck hergestellt. Ihr starrt ihn an, werdet von etwas Unheilvollem ergriffen, das euch dazu zwingen, nicht den Halsreif zu tragen. Ihr kämpft gegen den Drang an, beschließt endlich, ihn zur Schwarzen Wacht zurückzubringen. Wenn irgendjemand eine Erklärung dafür hat, dann ist das ein Todesritter. Okay? Deal. Mache ich so. Was bist du jetzt? Ey! Jetzt hat der Narsch umgebracht. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Okay, dann gehen wir eben wieder zurück, weil der nämlich nichts aushält, der Narsch. Stufe 75. Und liegt nach 2 Sekunden im Dreck. Ist ja nicht zu fassen. Ja, ich brauche einen neuen Narsch. Kannst du mal wieder zusammensetzen? Diese komische Eisblüte, Erdblüte, ne? Greif mich nicht an, du. Ich brauche noch mal einen neuen Narsch, wenn ich bitten darf. Uns hält niemand auf. Ich habe Narsch verloren. Ich bin mir nicht sicher, wie die alte Narsch immer seinen Weg her zurückfindet. Muss am Geruch liegen. Ja, an deinem Geruch nämlich. Genau, eine Art Einladung. Können wir das direkt abgeben? Bin mit der Tat diesen Gegenständen in der Tat vertraut. Es scheint Tolkien, als wärt ihr auserwählt. Klar, ich bin der Auserwählte. Super. Auserwählte, um dich in den Boden zu massieren, wenn du mich weiter anstiegst, du hässliches Ding. Um ein Haar. Entweder war es Weisheit oder Glück, das euch davon abgehalten hat, diesen Halsreif zu tragen. Wie dem auch sei, dass ihr ihn bekommen habt, es war kein Zufall. Jemand oder etwas hat es auf euch abgesehen. Bringt euren Halsreif zu Blutrose, soll euch zeigen, welches Schicksal euch um ein Haar ereilt hätte. Okay, wollen wir mal sehen, was da so passiert. Datura Blutrose, du bist das, ne? Genau. Seht euch das an, Zwerg. Hier, Troll, ein Geschenk. Für mich, Echtmann? Klar. Es ist krass hübsch. Fängt an zu reiern und. Oh. Er fängt an zu reiern und wird zu einem untoten Troll. Oh, das ist ja ganz gut, dass wir den gerade nicht aufgesetzt haben, diesen Halsreif. Um ein Haar. Nun habt ihr gesehen, was euch beinahe zugestoßen werde. Ich bin schon zuvor erwähnt, wie ich schon zuvor erwähnt habe, so war dies kein Zufall. Ein solches Gerät herzustellen erfordert viel Aufmerksamkeit, die und die benötigten Ressourcen würden
ein nicht auf ein zufälliges Ziel verschwendet werden. Im Grunde genommen ist es so, die Geißel hat das auf euch abgesehen. Ja, auf wen denn sonst? Auf wen denn sonst? Auf wen denn sonst? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nur so ein paar Trolle umgebracht hier. Aber ansonsten, ich hab doch gar nichts gemacht. Es gibt kein Entkommen. Wenn die Geißel erst einmal ein Ziel ins Auge gefasst hat, wird sie von nichts zurückschrecken, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ihr seid dazu verdammt, euer Dasein als ziellose Leiche zu verbringen. Verzieht das Gesicht zu einer grinsenden Grimasse aus, wir können ihre eigenen Begierden gegen sie selbst verwenden. Ich werde das später erklären. Ich muss einen komplexen Zauber vorbereiten. Gewisse Materialien, Komponenten werden benötigt. Reist gern Osten. Ins Land unterhalb der Reliquie der Pein. Entschlagt Monstrositäten, sammelt den Ghoul-Sabber, den ihr dort findet. Bringt mir ihre Überreste, okay? Also, einmal auf Ekelpatrouille gehen. Dankeschön. Tja. Jetzt müssen wir erstmal nicht auf Ekelpatrouille gehen, sondern ich möchte einmal ganz in Ruhe, glaube ich. Eisbrüte, Erdhüter, nee, wir sollen diese. Ey! Lass den bloß in Ruhe! Ich hab keinen Bock, dass ich mich mit denen nochmal erneuern muss, den komischen Hallodrider. Reicht schon, dass der so untätig herumsteht und nichts macht. Wie viel Leben hat der eigentlich? Der hat nur 529 Leben? Der ist ja sofort im Sack. Krass. Los. Schwupp. So. Kriegen. Hör, was? Du bist ja Elite. Genau. Kriegen. Es ist nicht zu ver. Ja, genau. Und er stirbt schon wieder. Boah, ist die. Okay, Leute, die Quest wird mir gerade ein Stück lästig, muss ich sagen, ganz ehrlich. Wenn ich nirgendwo hingehen kann, ohne dass der durch irgendeinen billigen AOE weggenoggert wird, dann geht mir die Quest langsam ein bisschen auf den Sack. Das muss ich schon wieder einen neuen Narsch holen. Weißt du was, ich werde das einfach sein lassen. Ich werde jetzt keinen neuen Naschen, sondern ich möchte jetzt mal was anderes machen. Nämlich, es gibt kein Entkommen. Wir machen jetzt dieses mit diesem Ghoul-Gedöns hier. Und ich überlege gerade, ob wir den Elite mal versuchen sollen. 15.900 Life. Wie viel hat denn so ein Troll hier? Der hat schon 10.000. Ich meine, der Troll, der hat ja schon 10.000. Das sind gerade mal 5.000 live mehr. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Er ist Elite. Ich probiere ihn mal aus. Erstmal probieren wir aus, ob wir ihn shackeln können. So, und damit bist du Fritte, mein Freund. Jetzt hau ich den Elite ganz in Ruhe um. Und das ohne, dass mir irgendjemand zwischenfunkt. Hoffe ich mal. So. Boah. Der hat dann wohl keine Chance, wenn er zu shackeln ist. Wo ganz im Ernst, das nutze ich aus. Ich nutze die meine. Ich hab. Als Priester hat man so wenig Vorteile, wenn es um den direkten Kampf geht. Da hat fast immer der Melee einen Vorteil. Aber jetzt habe ich auch mal einen Vorteil. Den nutzen wir jetzt. Klatsch, so. Keine Dots drauf anwenden, weil Dots würde das Ganze ja ein wenig reduzieren. Würde den Shackle ja nicht mehr möglich machen. Schwupp, so, genau. Kein Risiko eingehen. Bloß nicht erwischen lassen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich muss immer darauf achten, dass der Gedankenschlag abkühlt. 6 Sekunden lang. Klatsch, Entartung im Norden. Dankeschön. Jawohl, ja. Jawohl, ja, Sprachol, ja. Aber was haben wir denn da? Tötet einen der unten ext aufgelisteten, extrem seltenen und schwer zu findenden Kreaturen in Nordend. Super, und wir haben dafür bekommen irgendeinen unsinnigen, genau, des Banditen. Lederrüstung des Banditen. Das Gegenteil von dem, was ich bin.
das ist für Schurken und ich bin Priester. Es ist genau das Gegenteil davon. Es ist der Hammer. Aber wenigstens hat er vernünftig viel Gold dabei gehabt. Hätte mal was für Priester droppen können, blöder Spinner. Okay. Weiter im Text. Weiter im Text. Was hatten wir? Es gibt keinen Kommen, was wir machen, ne? Gen Osten ins Land unterhalb der Reliquie der Pein. Also Osten. Kommst aus dem Osten. Da ist es immer noch im Boston. Du hässliches Vieh, verpiss dich. So. Kannst du glotzen und leuchten, wie du willst. Unterhalb der Reliquie der Pein, Gen Osten. Bin mal gespannt, wo das jetzt ist. Also sehr weit im Osten. Wie es scheint. Unterhalb der Reliquie der Pein. Ich sehe gar keine Reliquie der Pein. Oder kachel ich jetzt hier dran vorbei schon? Aha. Genau. Im Knurren und Leuchten sind die ja gut, die Trolle, ne? Also das, also Knurren und Leuchten, das haben sie drauf quasi. Das haben sie im Blut. So, ihr dreht aber um, bevor ihr da seid, ne? Oder willst du tatsächlich aufs Maul? Ist es nicht zu fassen. Er will tatsächlich aufs Maul. Gut, da kriegst du halt aufs Maul. Das ist mir dann aber egal. So, wir sind jetzt hier bei der Lichtbresche. Guck. Ach, guck. Aber wir sollten ja noch, glaube ich, noch weiter in den Osten, ne? Oder so wie ich das verstanden habe. Hallo, Lichtbresche. Wir können mal ganz kurz hier bei dem Hallodri halt machen. Den restlichen Schrott irgendwie verkauft. Ich überlege, ob ich das mal ins Auktionshaus stellen soll. Stufe 74 Blau ist vielleicht ein bisschen was wert. Wobei, zu viel wird das auch nicht wert sein. So, aber nach, ich möchte ja, glaube ich, da hoch. Nämlich diese Treppe da hoch. Das soll ja, glaube ich, eine riesengroße Treppe sein, dieses Zeug hier, so. Weiter gen Osten zu den Ruinen des Dingenskirchens da. Mal hier. Bin ich denn hier oben? Du bist ein Himmelsschrecken. Okay. Ich hätte jetzt Flattermann gesagt, aber okay. Himmelsschrecken lasse ich auch gelten. Warte mal, was ist da? Da leuchtet irgendwas auf der Karte. Es ist immer noch eine Talandrasrose. Oder ist es das? Ja, da ganz unten. Guck. Lass mich mal da runter. Lass mich mal dahin. Ich will die Rose. So, weil die Rose wichtig ist. Also für Alchemie. So. Kann man jetzt sehen? Das Elixier der. Alter! Das war knapp. Jetzt wäre ich dem Fass in die Arme gelaufen. Beziehungsweise Beine gelaufen. So. Ja, das Elixier der mächtigen Gedanken, ein Wächter-Elixier mit sehr viel Intellenz. Ja, das braucht halt diese Talandrasrose und ganz besonders auch Brennnessel, eine ganzen Kubikmeter. Deswegen schön aufheben alles. Schön, schön aufheben und bloß alles pflücken. Tobener Spuk. Hier laufen die Leute durch die Gegend. Hä, was? Ey! Ey! Hörst du auf? Hörst du auf? Du gemeine Sau! Boah, jetzt ist er aber zappenduster hier. Schau mich jetzt hier weg. Da, hier, ihr kämpft bestimmt mit mir, ne? Blödes Viehzeug! Ich glaube, ich brenne. Klopf
Klopperei, Klopperei, komm. Schnupp jetzt hier alles geklärt hier. So, eins, zwei, drei, ganz viele. Alma, vernichte ihn hier, das ganze widerliche Pack. Widerliches Pack. Hier. Nee, warte mal, ich kann die ja nicht buffen, oder? Kann ich die buffen? Nee. Hey, wieso kann ich die nicht buffen? Ich mag es doch so sehr, Zwerge zu buffen. Ich buff jede. So. Klar. Möge das Licht euch umarmen. Ist ja total doof. Okay, aber wo bin ich denn jetzt hier? Wir wollten ja eigentlich... Nee, Argentum Wache, das ist schon wieder was anderes. Ich glaube, das hier ist das Hauptlager dieser Argentum-Dämmerung hier, ne? Haben wir hier irgendwo einen Flugpunkt oder so? Hallo? Flugpunkt, Flugpunkt! Flugpunkt! Ich wusste es. Irgendwo wusste ich, hier ist ein Flugpunkt. So, hervorragend. Ja, damit wird dieses gesamte Gebiet ein bisschen wegbarer. So, aber immer noch, wir müssen immer noch, es gibt kein Entkommen, ins Land unterhalb der Reliquie der Pein. Gen Osten. Ich will hoffen, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, ins Land unterhalb der Reliquie der Pein. Ist das hier irgendwie die Reliquie der Pein? Also, Freunde der Nacht, mal ganz im Ernst. Es ist ja alles schön gruselig und dunkel und so, aber ich habe auch amtlich keine Ahnung, wo ich hier bin. So. Nur um's mal gesagt zu haben. Fliegen kann ich leider noch nicht, weil geht halt nicht mit 75. Sodass das Ganze spannend bleibt, bis zum geht nicht mehr. Drüben ist noch irgendein siechner komischer Gammel August. Altar, Altar von Harkor. Von Harkor. Wo ist ins Land unterhalb der Reliquie der Pein? Wo ist denn diese scheiß Reliquie der Pein? Doch keine Ahnung, wo die Reliquie der Pein ist. Ich gehe jetzt erstmal ein Stück nach Süden. Ich glaube, das müsste da hinten irgendwo sein. Wenn er sagt, von hier aus gehe nach Osten, dann müsste das eventuell da sein. Weil da ganz hinten ist ja schon zu Ende. Also muss es irgendwo hier in diesem Gebiet sein. Das gehe ich mal da so nach Süden da. So. Draxorta. Sotra. Sotra. Was weiß ich. Siechene Artefakt. Nee. Agentumsoldat. Siechende Agentum. Rekruten des Agent-Kreuzzugs. Die sehen ja sehr tapfer aus, die ganzen Rekruten hier. So. Denn jetzt hier. Warte mal, was ist das da unten? Was bist du für ein Kraut? Oh, du bist auch Talanders Rose. Ja, dich pflücke ich mal sogar unter Wasser. Gar kein Problem, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Land unterhalb der Reliquie der Pein. Das hier ist irgendwie... Okay, er hat sich das gerade als Draxorta vorgestellt, aber wo soll die Reliquie der Pein sein? Ich check es nicht, Kollegen. Ich checke es nicht. Kolramas. Kohlrabi. Wie kann man so ein... Wie kann man eine Nekropole Kohlrabi nennen? Talandras Rose ist davon auch noch bei. Hier sind noch mehr von diesen... Dingern hier.
Sturmgipfel. Das Tier liegt wieder pein? Keine Ahnung. Da. Nee. Da wird mir Sturmgipfel angezeigt. Hä? Wo ist die Reliquie der Pein? Leute, ich habe mich verlaufen. Ich check nicht, wo die Reliquie der Pein ist. Steht nur Osten. Und jetzt bin ich im Osten und hier ist keine Reliquie der Pein. Ja, ist irgendwie doof. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier irgendwo in der Landschaft rumverschollen sind. Und dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, genau weiß, wo ich hin muss. Zu Reliquie der Pein geht. Zeichne mir doch mal ein, wo die fucking Reliquie der Pein ist. Oder muss ich jetzt dafür extra ein Add-on installieren, dass ich sehen kann, wo die sind oder was? Mal fürs Protokoll, ich habe keinen Bock für jeden Scheiß ein Add-on zu installieren. Ich will eigentlich, dass so etwas vom Spiel selber gemacht wird. Und also nicht, dass ich mir noch irgendwo irgendein Hilfs-Add-on zuschustern muss, um dann zu verstehen, wo man überhaupt hinlaufen muss. Das sind Grundlagen, die das Spiel selber können muss. So. Also hier ist erstmal die Reliquie der Pein nicht. Es könnte eventuell das sein, aber da wird mir nichts angezeichnet. Da ist irgendwo auch noch irgendwas. Aber das ist Norden, wo ich hier nach oben gehe. Osten ist hier. Osten ist, wenn du gehst von da nach rechts, das ist Osten. Ich habe die besten Waren im Land. So. Dann tun wir erstmal weg hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Reliquie der Pein ist. Braucht ihr Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche. Musst, du kannst mir ja sagen, wo die Reliquie der Pein ist, du Opfer. Magister Opfer. Sieht genauso scheiß aus, wie er stinkt. Egal. Ich reg mich wieder nur auf. Was hast du denn, Süße? Du hast viel Munition. Ansonsten kann ich aber leider nichts von dir kaufen. Das ist gut. Ja, ich mache halt dann, denke ich mal, wohl einen Cut. Und schaue erstmal nach, wo das so ist. Weil ich hier gerade irgendwie. Boah. Jetzt bin ich zwar hier an der Agentumwache angekommen, aber ich habe keinen Plan, wo ich jetzt noch hin muss. Einen Augenblick. Ja, willkommen zurück. Ich bin direkt im Kampf. Und ich habe es gefunden. Hier ist die Reliquie der Pein. So. Jetzt rate doch mal, was nicht auf der Karte steht, weil da so ein fettes Cerama-Symbol drüber sein muss, zwangsweise. Und was hier unten die ganze Zeit am Rumchillen ist. Hier ist nämlich diese Reliquie der Pein. Problem ist, wenn du da nicht direkt drauf zuläufst, dann wird es dir auch nicht angezeigt, was echt schön ist. Mal fürs Protokoll. Wenn da steht, reiß nach Osten und ich dann irgendwie diesen Monstern ausweiche und nicht durch Zufall direkt auf diesen Schrein hier treffe, dann findet man das auch nicht. So. Nur mal so, ne? Richtige Beschreibung wäre gewesen: zur Reliquie der Pein unter Ceramas. Hehe, weil die da nämlich oben ist, da die scheiß fliegende Zitadelle. So. Das wäre mal ein richtiger Hinweis gewesen. Dann wäre ich auch nicht durch die halbe Landschaft geeiert auf der Suche nach diesem Ding. So. Gut. Haben wir mal mitgekriegt. Schön, dass ich das auf Video habe. So, jetzt kann man hier ganz gemütlich diese komischen Ghule zerdonnern. Das geht schon. Glibberiger Ghoul-Sabber. Und dann sehe ich gerade auf dem Suchen nach Gruppe. Moin, ist hier auf Ellie noch was los? Horde ist ja quasi voll. Ja, Horde ist voll. Auf Ellie ist gar nichts los. Das hat sich in der letzten Zeit extrem verschoben. Das Server-Balancing hat sich extrem verschoben nach Horde auf dem Server hier. Kann man sagen, dass die Allianzseite bald ausgestorben ist. Die genauen Werte kenne ich nicht, aber denke mal, so wird es bald sein. Solchen Kakerlake. Knorpelsack, du alter Knorpelsack. I. Das ist irgendwie widerlich alles hier.
Siechender Troll. Kotz mich nicht voll mit deinem Zeug. I. Na, Gott sei Dank brennen die alle stabil ab an meinen Dots. Und mit den Dots kriegt man so gut wie alles klein inzwischen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Glibberiger Ghoul, Saba und Monstrositäten hier da rein. Okay. Denn das heißt, die stehen hier einfach so rum. Alle zerfallener Ghoul. Das lädt immer noch auf. Du hast ja bestimmt Saba dabei, ne? Ist das? Er leidet Schattenschaden. Dann buff uns da doch mal gegen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ding, 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 ding. So, dann geht's endlich wieder los. Klatsch. So. Eitrige Monstrositäten in der Reihe. Jo. Da bricht er ab und das ist prima. Jo, Reliquie der Pein ist eigentlich ganz schön hier. Naja. Aber so großartig. Warte, wo kommst du denn her? Ey, wo kommst du denn her? Seuchenwache, du hast ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. So ein Kloppe-Gespenst, ja, oder was? Du kriegst Kloppe, du Gespenst. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich das nicht nehmen? Okay. Ist eigentlich alles im Sack, ne? So. Oder habe ich den glibberigen Ghoul-Saber jetzt genommen? Doch, ich habe zwei von diesem Ghoul-Saber. Wo ist denn? Aber die Ghoule selber droppen das gar nicht, ne? Ich klau ich aber nicht sofort um. Ach so, der braucht eine Weile, bis er den aufhebt. Okay. Der braucht eine Weile, bis er den aufhebt, weil das nicht sofort funktioniert. Naja, gut. Dann von mir das machen. Klatsch, klatsch. So. Da drüben auch noch, ne? Da ist ein letzter, glaube ich. Klatsch. Dankeschön. Der hat eigentlich schon geflänzt. Da bricht er ab. Und das ist prima. Das lädt immer noch auf. Bring die Geißel um. Jeder weiß du Bescheid. Mal den Schattengeist ein, um uns ein bisschen wieder das Mana aufzupumpen. Der Schattengeist, der pumpt ja ganz, der saugt ja ganz gut Mana ab. Nicht nur, dass er angreift, er saugt auch ganz vernünftig Mana ab. So, schön. Ja, dann wäre es das gewesen. So. Ich glaube, da werde ich diese Aufgabe mal abgeben und die nächsten, ja, das mit dem Narspor, weiß ich nicht, das
bin ich gerade ein bisschen unentschlossen, ob ich da jetzt noch Bock drauf habe oder nicht. Wenn ich einen Rappel kriege, mache ich das irgendwie mal offscreen fertig oder so. Ansonsten kann mir das, glaube ich, auch ein Stück egal sein. Weil der Narsch ist mir einfach ein bisschen zu instabil. Der kratzt ja alle 2 Sekunden, kratzt er ab. Irgendwie. Und ich kann halt nicht verhindern, dass nicht mal irgendein Gegner einen AE-Zauber zündet oder so. Also wie gerade diese, wie letztes Mal, wie wir das gesehen haben. Deswegen, ja, mal gucken. Wahrscheinlich werde ich das dann irgendwie offscreen machen, wenn ich da mal ein bisschen Ruf habe oder so. Aber jetzt gerade habe ich dann nicht so großartig die Lust drauf. Wir werden uns nächste Folge mit dem Kreuzfahrerkeller im Lager von der Kreuzfahrerin Suldrak, werden wir das, denke ich mal, auseinandersetzen. So. Bist du langsam fertig? Dankeschön. So. Schwupp. Hau ab. So, also mit diesem Kreuzfahrerlager werden wir uns demnächst auseinandersetzen. Da bin ich gespannt, was es da so gibt. Erstmal gehen wir jetzt hier diesen Scheiß ab. Nämlich, es gibt keinen Kommen. So, und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Genau. Nämlich wahrscheinlich in dieser. In dieser. Sag mal, hier, lenkt mich nicht ab. So, Lager der Kreuzfahrer. Oder eventuell, ich werde das mit dem Narsch jetzt zu Ende machen. Vielleicht kommt danach noch irgendwie eine andere Aufgabe oder so, das weiß ich noch nicht. Jedenfalls, gut, so weit wäre es das erstmal für dieses Mal. Und tut mir leid, dass wir so eine riesengroße Tour jetzt gemacht haben, aber wirklich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Wenn du es nicht vorher weißt, dann reitest du auch eiskalt dran vorbei, möglicherweise. Deswegen ist es dumm beschrieben, leider einfach. Bis demnächst. Tschüss.